Halldorf. In diesem beschaulichen Ortsteil von Edermünde haben sich am Mittwochabend dramatische Szenen abgespielt, die aber erst am Freitag öffentlich bekannt wurden. Viele Anwohner hörten die Sirenen, aber die meisten hielten sie für Teil einer Feuerwehrübung. Nur die unmittelbaren Nachbarn haben mitbekommen, was tatsächlich im Simseweg los war. Polizei, Feuerwehr und ein Rettungswagen rückten an, weil eine 49-jährige Frau in diesem Haus um ihr Leben bangte. Sie hatte Angst vor ihrem 57 Jahre alten Lebensgefährten, der drohte, das Haus in Brand zu stecken. Sie verschanzte sich in der Gästetoilette und alarmierte die Polizei. Als die Beamten vor Ort ankamen, war bereits Benzin im Haus verschüttet worden. Die Polizei nahm den Mann fest. Er wohnt seit etwa 5 Jahren in dem Haus. Bei den Nachbarn war er nicht unbedingt beliebt. Am Mittwochabend könnte auch Alkohol eine Rolle gespielt haben. Die Polizei nimmt Beziehungsprobleme als Motiv für die Tat an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der versuchten besonders schweren Brandstiftung.